Als nächstes formatieren wir die Titel. Da soll jetzt erstens stehen und nachher erstens, erstens und so weiter und so fort. Anstatt das jetzt manuell zu machen, lassen wir Wörter automatisch durchnummerieren. Das hat vor allem dann den einen Vorteil, wenn man zwischendrin noch einen Abschnitt hinzufügt, dann muss man nämlich nicht alle folgenden Abschnitte manuell korrigieren. Das können wir über dieses Nummerierungssymbol machen, hier drin, oder in diesem Fall wähle ich jetzt Format Nummerierung und Aufzählungszeichen und gehe in den Reiter Gliederung. Da hat es verschiedene, die ähnlich ausschauen. Ich nehme mal dieses hier, bei dem die Nummerierung untereinander links ausgerichtet ist und nicht so eingerückt. Das kann je nach dem, was du als letztes gebraucht hast, ein bisschen anders ausschauen. Ich wähle Anpassen und hier kann ich jetzt sagen, wie das ausschauen soll. Du siehst hier die verschiedenen Ebenen, das wäre also die Überschrift erster Ordnung. Du könntest anstatt 1 auch römische Ziffern und so weiter benutzen. Bei zweitens wird also diese Nummerierung durch einen Punkt abgetrennt, erstens, 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 zweitens und so weiter. Und hier können wir noch die Ausrichtung anpassen. Wie vorhin erwähnt, will ich, dass die Nummerierung immer linksbündig ist. Allenfalls braucht es hier dann noch eine Korrektur, wenn der Abstand zwischen Zahl und Titel dann zu groß ist. Und noch die dritte Ebene können wir auch schon vorbereiten. Die ist jetzt noch etwas weiter eingerückt für den Titel. Und wenn ich jetzt OK wähle, so siehst du, ist das automatisch schon gemacht. Hier beginnt wieder eine neue Überschrift und das hat doch wunderbar geklappt. Hier haben wir sogar noch Überschriften dritter Ordnung mit diesen drei Ziffern. Jetzt möchte ich, dass jeweils die Hauptüberschrift mit einer Linie unterlegt ist. Das wähle ich hier, Rahmen unten. Und meist ist dieser Rahmen dann etwas gar nahe bei den Buchstaben. Über Rahmen und Schattierung in diesem Menü oder eben auch wieder über Format, Rahmenschattierung, das kommt auf selbe hinaus, kann ich in den Optionen hier für unten zwei oder sogar drei einstellen. Ich nehme mal zwei. Mindestens so Buchstaben wie G und Q werden dadurch eben nicht tangiert, werden nicht von der Linie berührt. Damit ich jetzt das nicht jedes Mal wieder neu machen muss, gehe ich in diese Formatvorlagen und wähle bei Überschrift 1, die im Moment ausgewählt ist, aktualisieren, um der Auswahl anzupassen. Was jetzt aber passiert, wie du siehst, es werden alle weiteren Überschriften, also auch Überschrift 2 und 3, mit dieser Linie unterlegt. Und das wollen wir nicht. Das heißt, wir gehen jetzt in diese Unterüberschrift und heben das wieder auf. Ich klicke also einfach nochmals drauf oder ich könnte auch wählen, keinen Rahmen. Und jetzt bestimme ich, dass diese Überschrift 2-Formatierung im ganzen Dokument angepasst wird. Und du siehst, jetzt ist es genauso, wie wir es wollen. Immer die Überschrift 1 ist unterstrichen und alle untergeordneten Überschriften, die sind leicht eingerückt. Bei sehr langen Dokumenten hatte ich schon manchmal Probleme bei dieser automatischen Nummerierung. Immer dann, wenn es irgendeinen Abschnittumbruch gibt, wird dann wieder neu begonnen mit Nummerieren. Manchmal war ich so nah am Verzweifeln, dass ich aufgegeben habe und die ganze Geschichte dann letztlich doch manuell machte. Kann also mal sein, aber im Allgemeinen ist es eine sehr nützliche und vor allem effiziente Funktion.